Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Breath of Fire. Wieder einmal sind wir hier in Tunlan, dieses Mal bei Nacht. Und die letzte Folge war sehr ereignisreich. Wir konnten Zeuge werden von Bitchcatchen. Yay! Hat nur noch der Schlamm gefehlt, ich weiß. Okay, und jetzt wollen wir uns irgendwie das Kissen unter die Nagel reißen. Weswegen wir eigentlich nämlich hier sind. Ja, wegen des Kissens. Hier seht ihr die Prinzessin, mit deren Hilfe wir eigentlich an das Kissen kommen sollten. Und mal gucken, was jetzt hier kommt, was uns erwarten wird. Ja, hier ist alles zerfetzt. Blö, hat mal wieder Melone, okay. Melone, kann ich von hier aus ran? Da ist das Kissen. Das nennt man also safe. M-Train, alles klar. Und mit Hilfe dieses Kissens sollen wir jetzt nämlich... Huch. Das brauche ich ja gar nicht. Mann, bin ich bekloppt oder so? Warum gehe ich denn da lang, wenn ich hier oben lang gehen könnte? Das war mir zu einfach. Jetzt haben wir es wieder. Ja, mit Hilfe dieses Kissens sollen wir jetzt nämlich dem Wühler helfen können. Hoffentlich. Die steht da andächtig rum, okay. Aber ich möchte meine Truppe wieder überarbeiten. Ey, geht gar nicht. Position. Erstmal kommst du da oben wieder hin. So. Du nimmst den Platz ein. Und du kommst hier hin. Damit bin ich einverstanden. So, jetzt sichern wir den ganzen Spaß nochmal. Nächstes noch eine Etage weiter unten. Was ist denn hier los? Was bist du? Achso, das ist eine Ente. Warum ist die nur im Dunkeln da? Also ich habe die jedenfalls vorher noch nicht da irgendwo rumschwimmen sehen. Aber okay, von mir aus. Ja. Und dann geht's jetzt ohne Umschweife zurück nach Gramor. Denn mit Hilfe des Kissens sollen wir jetzt eigentlich in diese Traumwelt eindringen können. Ich bin gespannt. Warpen! Warpi nach Gramor. Mal gucken. Ob wir hier jetzt tatsächlich helfen können. Mit dem Kissen sollte es jetzt eigentlich möglich sein. Und wir haben das ja bekommen. Moment, hier mussten wir rein, glaube ich, ne? Ja, hier ist die Wühler-Familie, genau. Ein Kissen ermöglicht es dir, in Mogus Traum einzugreifen. Bist du bereit? Jawohl. Los, viel Erfolg. Dankeschön. Ich habe etwas Angst, weil Träume, also so Traumwelten, sind oftmals sehr, sehr gefährlich. Das ist jedenfalls in anderen Spielen oft so gewesen. Bis jetzt ist es ekelhaft. Was ist das denn? Wer bist du? Wo kommst du her? Hast du ein Kissen? Dann können wir uns das zaubernde Monster vom Hals schaffen. Das Monster ist im Nordturm. Bitte rette Nogu. Okay, aber erstmal möchte ich hier hin. Ich bin Mogus Humor. Don't worry, be happy. Okay. Ich bin Mogus Verstand. Mogu wird der Alte sein, wenn wir alle wieder verbündet sind. Kann ich irgendwas machen? Nee, schade. Okay, was bist du? Ich bin Mogus Angst. Ich möchte das Monster zerstören, aber ich fürchte mich zu sehr. Das ist ja geil. Ich bin Mogus Wut. Ich kann dir nicht helfen, weil Wut keine Probleme lösen kann. Da sagst du was. Ich bin Mogus Kummer. Die Abwesenheit von Mut hat uns alle getrennt. Okay, hier ist ein Inn sogar. In ein Händler. Nichts, was mich interessiert, aber trotzdem geil. Ich bleibe in der Traumwelt und übernachte eine Runde. Ergibt Sinn. Wie geil ist das denn? Hast du deinen Aufenthalt genossen? Ja. Tu. Claro. Wenn das hier so ein bisschen sektenmäßig anmutet, aber alles klar. Hier kann ich auch nochmal speichern. Das finde ich aber schön. Hier kann man bestimmt nicht hinwarpen, denke ich mal. Ja. Nee, konnte ich auf der Weltkarte, glaube ich, auch gar nicht so erreichen. Das musste ich ja über dieses Kissen machen. So, dann wollen wir mal die Häuser hier betreten. Erstmal das hier. Hier ist nichts. Warum ist das hier so gebaut, wie es gebaut ist? Verstehe ich nicht, egal. Hier. Hast du ein Kissen? Ach so. Das ist quasi das Haus, das wir
schon betreten hatten. Was ist das für eine abgefuckte Traumwelt, ey? Ich würde mir echt Sorgen machen, wenn meine Träume so aussehen würden. Aber gut, im Nordturm hieß es. Was kommen hier für Monster? Okay. Ich bin echt gespannt, was mich hier jetzt erwartet an Monstern. Und, was hier abgeht generell. Sehr schön. Ja, ist ganz nett vom Erfahrungs-Output her, sag ich mal. Ich möchte erstmal hier unten gucken. Ich möchte mich generell umschauen hier. Chimären, die wieder keine sind. Diese möchtegern Chimären. Wow, Alter, was war denn das für ein mega geiler Schuss? Der war mal richtig episch, oder was? Bo, bo, bo. Boah, und Nina haut hier auch voll rein. Geile Sache. Und Blö hat schon wieder ein Level up, sag mal. Noch ein anderer Zauber. Alter Schwede, sag mal. Wieso ist hier alles eigentlich so pink? Muss das so? Also ein Traum in Pink wäre jetzt für mich echt ein Albtraum, ein absoluter. Das wäre für mich so ein Grund, wo ich mich wahrscheinlich einweisen lassen würde. Oder bei dem ich mich einweisen lassen würde. Bestimmt. Also rosafarbene Träume oder pink. Also das wäre so, glaube ich, absolutes Alarmzeichen bei mir. Würde ich mal so behaupten. Ich und Rosa. Geschwind. Er kann jetzt wahrscheinlich besser ausweichen oder so. Hat ihm aber nicht viel geholfen. Naja. Okay. Und mal nix. Da ist auch nichts. Also geht's hier hoch. Mal gucken, wer hier einfach mal die Träume von dem Guten hier manipuliert. Das finde ich ja gar nicht schön. Na. Vielleicht können die uns dann ja wirklich dabei helfen, nach Skande zu kommen, weil das ist ja das eigentliche Ziel. Hier ist der Turm. Holy fuckeroni. Was ist das denn? Alter, die Farben fucken meine Augen ab. Das ist eine eklige Kombi. Eine sehr eklige sogar. Ah, schade, der Zauberer ist noch nicht tot. Aber jetzt, Gott sei Dank. Der macht zwar auch Schaden, aber ist nicht so eine große Gefahr wie der Zauberer. Die sind nicht richtig übertrieben, scheiße. Aber das dürfte auch ordentlich Erfahrung jetzt da lassen hier. Diese Kombi. Hoffe ich. Ja, ist ganz geil. Ist in Ordnung. Definitiv. Okay, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt richtig laufe oder was. Okay. Die machen auch immer noch ordentlich Schaden, die Scheißviecher. Aber sie kriegen auch gut. Sehr schön. Boah, den mit einem einzigen Pfeil in die Fresse eliminiert. Okay. Oh, super, super, super. Geil, One-Hit. Das heißt, die anderen Schläge konzentrieren sich jetzt auf ihn. Sehr gut. Damit können wir ihm in dieser ersten Runde mehr Schaden zufügen, als das eigentlich sonst gewesen wäre. Sehr gut. Hut hat zwar nicht geholfen, dass er direkt in der ersten Runde kaputt geht, aber immerhin. Besser als nix, nö. Was ist das für ein Abfuck hier, ey? Ist ja ekelhaft. Und vor allem, wo muss ich hin? Hier geht's gleich wieder anders. Oh Mann. Upsalichen. Ups. Ach, scheiße, er lebt immer noch. Mach ihn kaputt. Ja, wundervoll. Geschwind. Ja, gut, das ist ein Zauber, den kannst du gerne so oft machen, wie du lustig bist. Ich weiß nicht, was der im Endeffekt wirklich macht. Ob er damit seine Ausweichquote erhöht oder ob er einfach dadurch schneller angreifen kann, vielleicht. In jedem Fall hat es ihm nicht viel geholfen. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist, was ich mache. Ich kann auch immer nur einen bestimmten Weg gehen. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, wo hier konkret mein Ziel jetzt ist, innerhalb dieses Turms. Ich soll ja hier irgendwen daran hindern, dass er da... Reflektor, okay. Dadurch, dass ich nicht zauber, ist mir das egal.
Also ich denke mal, das sollte gegen Zauber sein. Das ist nämlich meistens so, dass es ist wie zum Beispiel in Secret of Evermore, wenn man da Zauberspiegel nutzt, dass dann eben solche Attacken einfach mal an einem abprallen. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ernsthaft jetzt? Okay, schön. Dann kämpfe ich mich halt nochmal durch. Hey, macht ja sonst auch keine Probleme hier. Wie ist es jetzt, der Zauberer tot? Das ist schon mal viel wert. Der hat auch ordentlich Schaden gefressen. Gute Sache das. Ich weiß nicht, ob Reflektor wirklich dafür ist, irgendwelche Zauber abzuwehren oder ob das eine Attacke darstellen soll. Ich weiß es nicht. Ich würde ja ersteres vermuten. Ja, Gobi, hui, 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 hui. Aber er lernt ja auch nicht weiter dazu, wa? Na gut. Diese Kombi haben sie irgendwie andauernd hier. Bloop. Der Slam war mal wieder perfekt platziert, lieber Rio. Optimum. Optimumst. Macht hier auch irgendwie ihre konstanten 28 Schaden bei ihm, ne? Aber der hat halt leider Gottes auch eine ganz geile Panzerung. Das ist wahrscheinlich das Problem. Und da hat jetzt wirklich nur irgendwie so ein, zwei HP gefehlt bei ihm, bevor er jetzt in die Knie gezwungen worden wäre. Ox Level Up, das finde ich wiederum sehr schön. Blö, schon wieder, alter Schwede, sag mal. Die levelt ohne Ende hier. Nova. Und Khan hat auch noch, ey, wie geil ist das denn? So viele Level Ups hier. Sehr schön, das hat sich doch gelohnt. So, hier oben. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie weit ich mal gehen kann. Also, wohin muss man auch konkret? Ich habe keine Ahnung. So weit runter muss ich, glaube ich, gar nicht, oder? Ich glaube, nicht so weit ging der Gang hier nicht. Ging der Gang nicht? Wortwitz, hey. Nee, aber ich meine jetzt wirklich, dass dieser Weg ja eigentlich so lang gar nicht gewesen sein kann, oder? Moment. Ach so, den habe ich jetzt schon betätigt. Oh, hier kommen wieder diese komischen Zoom-Gegner, die irgendwie voll abgefuckt aussehen. Und die machen mich fast ein bisschen nervös, obwohl diese roten Augen echt mega geil aussehen. Oh, der Schaden hält sich aber Gott sei Dank in Grenzen. Ich weiß nicht, was sie sonst noch so drauf haben, die Viecher, aber bis jetzt ganz okay und Erfahrung auf jeden Fall mega geil. Ja gut, dann gehe ich halt hier hin. So. Müssen wir gucken, ob wir irgendwo jetzt hier dann schneller nach links kommen. Dreier Zwergen-Kombo. Könnte böse enden. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht so geil. Aber wenn ich Glück habe, sind die alle One-Hit. Ja, sind sie auch. Gut, das ist ja immerhin schon mal eine kleine beruhigende Sache für mich. So, jetzt hier wieder nach links gehen. Aber ich weiß nicht, was ich hier jetzt machen muss. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich renne nur im Kreis, aber wirklich was helfen tut es mir nicht. Hm, etwas beunruhigend, wenn ich ehrlich sein darf. Reflektor wieder, was das konkret für eine Aufgabe hat. Ich weiß es nicht. Bis jetzt hat es ihm jedenfalls nicht viel geholfen, genauso wie sein Geschwind. Das bringt ihm halt auch so ungefähr gar nichts. Und Bo hat ein Level Up, das finde ich wiederum auch sehr schön. Und Glück plus 3 kann ja auch nie schaden, nö. Da vorne vielleicht lang. Ach, dieses komische Abfuck-Ding. Lodern. Plup. Ah, das nimmt halt wenig Schaden und hat halt sehr, sehr viel Energie. Verflucht. Oh, schon wieder dieser mega tolle Zustand, bei dem ich immer noch keinen Peil habe, was der eigentlich machen soll. Na, ich glaube, Nina heilt sich jetzt lieber einmal. Das ist mir zu heikel, ehrlich gesagt. Nicht, dass hier doch nochmal einer so einen richtig mega beschissenen Angriff raushaut und Nina damit komplett wegnockt. Das muss nicht sein. Auch bei Ox müssen wir gucken. Ja, doch, Ox, ja, richtig. Aber noch geht's. Noch hat er über die Hälfte seiner KP, muss man halt aufpassen. Oder HP sind's ja hier in dem Fall. So. Komm ich da hin? Da oben ist der Junge auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen dichter als vorher.
Also zumindest sieht es ja aus, als ob da der Junge ist, von dem die Rede war. Dieser Mogu oder so. Mogu Mogu. Ja, 1200 ist geil für einen Gegner. Ja, irgendwie muss ich da hinkommen. Ich glaube, wenn ich da hinkomme, ist es wieder am Arsch, oder? Wie gesagt, man kann hier auch nicht überall langlaufen. Das ist so... Okay, hier kann ich oben langlaufen. Mal gucken, ob mich das in irgendeiner Weise weiterbringt. Bis jetzt bezweifle ich es ja noch ein bisschen, aber mal gucken. Und wer wartet dann da vor allem noch mit? Das ist auch nicht richtig irgendwie. Mann, ey, ich hasse das, wenn ich keine Ahnung habe, wo ich langrennen soll. Das ist doch beschissen, ehrlich. Irgendeinen Weg muss es doch geben, dass man den da irgendwie vernünftig auch finden kann, den Weg. Ohne sich da irgendwie langtasten zu müssen. Ah, das ist echt ein bisschen schade, ein bisschen doof, aber okay. Wahrscheinlich bin ich einfach nur so doof, das ist das Naheliegendste. Ja, das ist es halt auch nicht. Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wohin. Nee, das ist alles komplett am Arsch. Grrr, das ärgert mich schon wieder, dass ich keine Ahnung habe, wo ich langlaufen soll. Okay, wir müssen Orks heilen. Ach, das ist doch scheiße, ehrlich. Ich habe den Jungen schon gesehen, ich weiß bloß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist mein Problem. Und Nina Level Up, das ist wiederum toll. Aber sie lernt leider nichts Neues. Naja, egal, macht nichts. Nee, gehen wir nach rechts lieber. Vielleicht muss ich tatsächlich auf diesen Knopf da drücken. Ich weiß es nicht. Oh. Du zauberst mit der Kura 2 auf ihn und er greift einfach an. Genau. Hat aber auch viel Leben, ey. Und der hält so viel aus. Ich glaube, es war trotzdem ganz gut, dass ich Ox gerade einmal mit Heilung bedacht habe. Weil nach der Attacke war er gerade ganz schön am Arsch. Wir müssen gleich wieder heilen. So eine Scheiße, Mann. Die Gegner sind ganz schön stark. Also, sollte ich überlevelt sein, ist das ganz schön übel. Hier. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie wieder runterkommen. Du heilst bitte nochmal Ox. Jupp, genau so. Aber die kommen sowieso wieder als erstes dran. Zu. Und wieder. Ne, ich dachte schon wieder auf Nina. Na, Nina muss jetzt schon wieder aufpassen. Weil Hälfte der HP und so. Ach man. Ja, das ist ganz geil gewesen.